Gleich im Quartett erblickten am 5. Juli weiße Löwen im Magdeburger Zoo das Licht der Welt. Der flauschig-weiße Nachwuchs, drei Kater und eine Katze, hat sich in den ersten Lebenswochen gut entwickelt. Erstmals wurden die Löwenkinder beim Gesundheitscheck vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt. In freier Wildbahn lebt nur noch ein gutes Dutzend Löwen dieser seltenen Farbvariante in Südafrika. Umso mehr ist der neuerliche Zuchterfolg des Magdeburger Zoos zu bewerten. Den Gesundheitscheck bei dem munteren Quartett führten der Kurator für Tierbestand und Artenschutz Konstantin Ruske und die Bereichsleiterin und Tierpflegerin Susanne Pelige durch. Dabei wurden die Kleinen auch gleich gewogen. Nach dem Geburtsgewicht von etwa 1,5 Kilogramm wiegen die drei Kater jetzt zwischen 6,2 und 6,5 Kilogramm, die kleine Katze 5,5, was aber normal ist. Katzen sind immer etwas kleiner. Seit einiger Zeit ist die ganze Familie zeitweise schon auf der Außenanlage des Löwenhauses zu sehen. Die meiste Zeit des Tages verbringt der Nachwuchs allerdings noch mit Schlafen oder zumindest Ausruhen. Denn das Umhertollen und Erkunden der Umgebung macht doch ganz schnell müde. Wie geht es mit den Kleinen jetzt weiter? Das erklärte uns Susanne Pelige. Das erste Quartett ist ja quasi nicht mehr in Magdeburg. Wie geht es mit den vier kleinen Weißen weiter, die jetzt geboren wurden? Ja, die müssen sich erstmal noch kräftig entwickeln. Die sind jetzt 6 Wochen alt oder werden morgen 6 Wochen alt. Und bis zum Jahr können sie auf jeden Fall hier bleiben. In der Zwischenzeit fangen wir dann an, sie schön an die Kiste schon zu trainieren, dass wenn dann die Zeit gekommen ist und sie ausziehen müssen, dass sie dann auch super verpackt werden können und dann in ihren neuen Zoo umziehen können. Jetzt da schon Anfragen, weil es hat sich ja schnell rumgesprochen, dass wieder 4 weiße neue da sind. Also mein Direktor hat gerade vorhin erwähnt, dass sie eine Warteliste sogar haben. Oha. Und sogar ganz viele Anfragen für die kleinen weißen Löwen haben. Und egal ob Kater oder Katze, ist alles sehr gefragt und begehrt. Wie ist das eigentlich? Bleiben die 4, auch wenn sie jetzt woanders hinkommen, bleiben die zusammen oder werden die getrennt denn? Das kommt immer darauf an, wo sie dann hin vermittelt werden, aber die werden in der Regel meistens getrennt. Also wenn jetzt zum Beispiel in dem Wurf 2 Katzen gewesen wären, die hätten auch ihr Leben lang zusammenbleiben können, aber die Kater würden sich dann irgendwann nicht mehr vertragen. Und Katze und Kater könnte man auch nicht zusammenlassen, weil sie ja verwandt sind und nicht dann selber mal für Nachwuchs sorgen. Du haben wir eben beobachtet, als der Vater sich den Kleinen genähert hat, hat die Mutter auch mal kurz gefaucht. Lässt die den nicht ran oder kümmern die sich beide drum? Also die ersten Wochen ist es so, dass die Mutter den Kater nicht ranlässt. Da sind die Kinder ja auch vorrangig in der Wurfbox und sie lässt den Kater gar nicht in die Box rein. Und dann dauert es aber nicht lange, so spätestens mit 3, 3,5 Wochen. Wenn die Kinder dann anfangen, mal das Gehege zu erkunden, dann darf auch Papa mal Hallo sagen. Anfangs immer noch so ein bisschen unter Protest der Mutti, aber dann dauert es nicht lange. Dann ist Papa auch mittendrin im Gewusel, die Kinder klettern auf ihn rum und spielen auch mit dem Papa. Das war jetzt eigentlich bloß die Reaktion darauf, dass die Katze sehr aufgeregt war, weil wir halt eben die Kinder eine Weile von den Eltern getrennt hatten. Und dann ist sie so nervös und dann wird erstmal alles blöd angemacht, um ihre Kinder wieder zu beschützen. Aber eigentlich darf Papa jetzt wunderbar mit dazu und mit den Kindern spielen. Ja, wir haben jetzt auch beobachtet, die Mutter leckt sie jetzt fleißig, freut sich, dass sie wieder da sind sozusagen. Richtig, genau. Die muss jetzt erstmal den Geruch von uns beseitigen, damit ihre Kinder wieder sauber sind. Alles klar, dann bedanke ich mich und dann wollen wir hoffen, dass es den Vieren hier weiter gut geht. Danke, das hoffen wir natürlich auch. 15 Minuten waren die kleinen Löwen von ihrer Mutter getrennt und man konnte sehen, wie sie sich freute, ihre Schar wieder um sich zu haben. Momentan werden die Kleinen noch von der Mutter gesäugt, aber in ein paar Wochen steht dann auch Fleisch auf dem Speiseplan. Dann wird der Nachwuchs auch geimpft, gegen die üblichen Katzenkrankheiten. Bei der Gelegenheit waren wir noch bei den neu in den Zoo eingezogenen Elefanten. Am 25. Juni waren die Wuppertaler Elefantenbullen Mojo und Uli in Magdeburg wohlbehalten angekommen. Ein Spezialtransporteur brachte die Elefanten problemlos in die Elbestadt. Am 12. Juli folgte der Berliner Elefantenbulle Kando. Auch seine Reise von Berlin nach Magdeburg verlief komplikationslos. Überraschend schnell hat sich der neue Elefantenbulle Kando 11 Jahre im Afrikambo eingelebt und sich mit den Elefantenbrüdern Uli 7 und Mojo 5 Jahre angefreundet. Das Jungbullentrio erobert spielerisch die weitläufigen Anlagen, von der Schlammsuhle der Felsenlandschaft bis hin zu den angrenzenden Anlagen der afrikanischen Wildhunde und der Elefantenkühe Mwana und Birma. Es gibt sehr vieles zu entdecken und jede Menge Elefantenbeschäftigung.
Unbedingt also beim nächsten Zoobesuch bei Mojo, Uli und Kanu vorbeischauen. Wobei man ein wenig Glück braucht, um sie auf der Anlage zu finden, denn manchmal verstecken sie sich auch.